Hallo ihr Kekse und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment, heute mit einer Review und es geht wieder um eine Iron Man Figur. Ja, ich habe ja schon lange keine Iron Man Figuren mehr gehabt. Da dachte ich mir, weißt du was, die Leute kriegen nochmal wieder einen Iron Man um die Ohren gepfeffert. Obwohl es eigentlich kein Iron Man in dem Sinne ist, sondern eher die gute alte War Machine. Der Mark II als War Machine in Gunmetal Farbe, also in Grau. Heißt ja jetzt mittlerweile auch Gunmetal, so diese schöne Farbe. In einer sehr coolen Diecast-Variante. Ich finde die Diecast ja geil. Warum? A, sind sie schwer und B, fühlt sich das Metall einfach geiler an als dieses Kunststoffplastik. Ist zwar auch, sieht auch schön aus, aber ich finde die Diecast halt schöner. Abgesehen davon sind die Diecast-Boxen auch geiler. Ihr seht das hier, ihr habt so einen Zweiteiler, den ihr aufschieben könnt. Oben so Plexiglas ist ja Quatsch, also seht ihr ja Kunststoff. Und unten eher so Pappe mit ein paar Applikationen in ein schön Silber gehalten. Weil halt, ne, kennt ihr ja, War Machine. Packen wir auch mal direkt aus. Dann seht ihr auch schon die Styropor. Hoppala, Moment. Styroporverpackung. Wo dann auch schön drauf steht, War Machine. Sieht man bestimmt, ja. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, ihr könnt am Ende Deckel aufmachen, habt ihr die Figur. Und hier unten drunter habt ihr den Ständer. Ding! Es geht wieder los. Ständer-Counter. Fangen wir mit dem Ständer mal an. Hier habt ihr den Ständer mit dem Base und den Batterien. Das Gute bei dieser Base ist, sie ist batteriebetrieben. Das heißt, sie leuchtet auch. Endlich mal wieder eine Base, die leuchtet. Kann man ja auch bei so einer Figur auch mal erwarten. Nicht so wie beim Midas, ne? Hot Toys. Was ich da gedacht habe, da verstehe ich aber auch nicht. Und wenn ihr jetzt einfach oben die Packung aufmacht, kommt auch schon, ha, schön cool, die War Machine zum Vorschein. Ihr habt natürlich wieder den Schutz mit ein bisschen Plastikfolie. Die könnt ihr auch ganz einfach abziehen. Und dann habt ihr hier die geile, ich finde die halt toll. Die War Machine. Was direkt auffällt ist, ihr habt hier keinen zweiten Kopf dabei oder keine zweite Maske, sondern ihr habt lediglich die Hände zum Austauschen. Hoppala. Und die Waffe, die ihr dann schultern könnt. Genau wie beim Iron Patriot. Allerdings ist beim Iron Patriot natürlich noch eine extra Maske dabei und auch der Kopf des Schauspielers, der ist auch sichtbar. Das ist hier nicht der Fall. Also Rhodes werdet ihr hier nicht sehen. Wahrscheinlich war der erste Rhodes, der gespielt hat, der Schauspieler zu schwer zu scalpen, ich weiß es nicht, aber hier wurde halt weggelassen. Wie es jetzt aber im Detail aussieht, schauen wir uns mal direkt drüben an. Okay, aus der Box raus, die War Machine mit dem Ständer-Display. Habt ihr auch schon, seht ihr, habt ihr schon gesehen wahrscheinlich, das Licht leuchtet schon. Dieses Ständer-Display, diese Base hat endlich mal wieder etwas Strom, yay! Also Batteriefach und hier On-Off und dann habt ihr das Licht an. Natürlich habt ihr vorne auch die Plate drauf. Die Namensplate, wo dann drauf steht Iron Man 3 und hier unten steht der War Machine. Oben noch natürlich Marvel, weil die möchten ja auch benannt werden. Was jetzt hier auffällt bei der Figur, hatte ich schon gesagt, ist, dass kein zweiter Kopf oder ein auswechselbares Visier dabei ist. Finde ich persönlich schade, weil bei der Iron Patriot zum Beispiel ist noch ein Kopf dabei. Zumindest mit Gesicht von Rhodes. Hier ist nur, was heißt nur, der Iron Man Hauptkopf dabei. Was weiter auffällt ist, wir haben zwei komplette Paare Hände zum Auswechseln. Jetzt mal abgesehen von den Händen, die hier sind. Die Hände, die dran sind, sind die flexiblen Hände, wo ihr die Finger bewegen könnt. Dann haben wir hier die normalen Repulsor-Hände mit dem größeren Winkel, dass man hier schön diesen hier machen kann. Dann sind hier die Hände als Faust. Links und rechts. So, jetzt kommt's. Jetzt haben wir eine Hand und zwar rechts in dieser Form. Hä, wieso nur eine Hand? Was für ein Quatsch ist das denn? Dazu aber später mehr. Das macht auch Sinn. Finde ich auch gut, dass sie es gemacht haben. Und auf der rechten Seite, auf der linken Seite könnt ihr das Armpiece austauschen, den Unterarm. Da habt ihr hier diese kleine Rakete, die ihr dann am Unterarm quasi anbringen könnt. Natürlich mit dabei ist die Kanone. Ist die gleiche oder baugleich mit dem vom Iron Patriot. Natürlich ein anderer Paintjob. Was ich sehr cool finde bei dem Ding ist, dass hier drauf steht, das sieht man glaube ich gar nicht, so ein kleiner Aufkleber, wo drauf steht Danger Laser. Ja, schon sehr gut. Ich meine, es macht ja auch irgendwie total Sinn, bei einer Waffe drauf zu schreiben Danger.
Laser. Hm. Soll ja auch so sein. Was ich bei dieser Figur jetzt cool finde, oder das heißt, ja, cool ist jetzt nicht unbedingt, aber witzig ist, ihr habt jetzt auch natürlich dieses Batteriepack. Ihr seht, es fehlen welche, ich habe schon welche eingesetzt. Allerdings ist in dem Batteriepack ein Schraubendreher dabei, der genau passend zu den Schraubenlöchern natürlich ist. Das würde ich mir echt wünschen, dass es auch bei den anderen Figuren dabei gelegen hätte oder auch bei liegen würde. Weil nicht jeder hat diese kleinen Schraubendreher zu Hause, um die Batteriefächer zu öffnen. Ich bin natürlich im Glück, hab sowas, aber nicht jeder kann das. Oder hat es besser gesagt. So, Deleli, fangen wir mal mit dem Suit an sich an. So, das Suit an sich ist natürlich eine Diecast, wie ich schon gesagt habe. Alles aus Metall, alles nicht. Der Kopf ist nicht aus Metall. Die Gelenke hier innerhalb der Armbeuge sind auch nicht aus Metall. Und die Beine, bzw. die Schuhe, sind auch nicht aus Metall. Die sind auch aus Kunststoff. Könnt ihr aber auch wunderbar bewegen. Sind auch sehr schwerfällig. Also das ist jetzt nicht schlecht gemeint, sondern sehr stabil. Was ich sehr cool finde. Also könnt ihr richtig coole Posen rausholen. Wie eigentlich bei jeder Hot Toys Figur. So, jetzt fangen wir mal an mit das Licht zu besprechen. Also natürlich Kopf, ist klar. Das ist ja auch logisch. Habt ihr hier oben ein Panel, das ihr, ich nehme es von vorne besser, Entschuldigung, einfach mit dem Fingernagel unterklicken und rausziehen. Dann seht ihr direkt, geht die Mütze auf, Batteriefach und hier ist der Schalter. Klack und schon hat er das Licht an. Ich hab die Lampen an. Dann könnt ihr das wieder raufklicken und na, kennt ihr ja schon. Beim Torso ist es genauso. Dreht ihr einmal die Figur um, habt ihr hier die Metallplatte, könnt ihr raushebeln. Also ich lasse jetzt mal fallen, damit ihr das auch hört. Es ist echt Metall. Batteriefach und hier ganz in der Ecke, ne, mal gucken, wie das mal an. Da in der Ecke ist der Schalter, den ich jetzt nicht zu fassen kriege. Na klar, muss ich auch runterdrücken. So, klack, runtergedrückt. Machen wir wieder drauf. Zack, und da leuchtet die Brust. Die Hände habe ich jetzt nicht alle beide eingesetzt, sondern nur die rechte Hand. Da habt ihr die Batteriefächer. Wo waren die nochmal? Ach ja, genau. Falsche Seite. Die waren ebenfalls hinten. Einmal hier. Und einmal da. Also aufschrauben, Batterie rein. Die Schalter sind allerdings versteckt. So, also hier das kleine Armpiece einfach rausziehen. Vorsichtig natürlich, dass es nicht kaputt macht. So sieht das aus. Und hier ist dann der Schalter. Und das Licht geht dann auch an. So. Gleiche Geschichte haben wir natürlich auf der linken Seite. Allerdings habt ihr schon gesehen, da kommen wir jetzt direkt zu, könnt ihr dieses komplette Segment hier abnehmen. Geht auch relativ einfach. Einfach abgenommen. Und jetzt könnt ihr es austauschen mit dem Segment mit der Rakete. Einfach gucken, wo der Nupsi hängt. Draufsetzen, andrücken, fertig. Und schon habt ihr dann die tolle Rakete am Unterarm. Natürlich hat dieser Mark 2 auch wieder die Torso-Aktion. Also das heißt, ihr könnt die Figur vorsichtig so festhalten und dann den Oberkörper leicht hochziehen. Dann seht ihr, zwei Segmente erheben sich, einmal hier und einmal dort. Das hat zur Folge, dass ihr bessere Artikulation rausbekommt. Also ihr könnt sich weiter nach vorne drehen, ihr könnt sich weiter zur Seite drehen oder nach hinten, wie ihr das halt wollt. Könnt ihr natürlich dann auch wieder genauso einrasten. Macht das am besten nicht zu häufig, weil sonst könnt ihr hier unten die Farbe beschädigen, bzw. den Lack beschädigen oder das Metall. Das sieht natürlich, gut, wer jetzt Battle Damage mag, dann macht das sehr häufig. Es kann natürlich auch sein, dass das Gelenk irgendwann ausleiert, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Was weiterhin auffällt bei der Figur, ist natürlich logisch, die Bemalung, bzw. was heißt Bemalung, meine ich jetzt gar nicht, ich meine die ganzen Aufdrucke. Hier zum Beispiel Name Leutnant, Colonel, na, sieht man das hier, James Rhodes. Dann die einzelnen Abzeichen, das amerikanische Hoheitszeichen der Luftwaffe, die Nummer 002, klar, Mark 2, macht dann ja auch irgendwo Sinn. FF AF 04 445 und dann habt ihr auf der Seite auch noch Hoheitszeichen, also überall hier, überall Danger, Danger, Danger. Es ist kein Dreieck, sondern steht wirklich, es ist ein Pfeil und wo der Senkrechtstrich ist, steht halt das Wort Danger. Auf der Rückseite habt ihr nicht so viel Action, habt ihr hier auch die 02, das war's. Was bei diesem Mark auffällig ist, ihr könnt am Bein nichts machen. Abgesehen von dem
von der Hacke bewegt sich hier nichts. Klar, der Fuß und vorne die Spannkappe, aber hier an den Knien bzw. an den Waden passiert gar nichts. Ihr könnt natürlich wieder die Füße etwas nach hinten biegen oder nach vorne. In alter Ironman-Manier. Wobei die natürlich auch hier aus Metall sind. Aber nichts großartig aufklappen. Was natürlich hier bei den Seitenklappen anders ist, die könnt ihr dann hochklappen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Was mir jetzt aufgefallen ist bei der Figur, ist, dass die Beine sehr schnell auseinander gehen. Also wenn ich jetzt hochhebe und so mache, die sind sehr wackelig. Also ich brauche nicht mal viel Kraft, die gehen echt sehr schnell auseinander. Trotzdem steht er. Also er bleibt einfach stehen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Finde ich gut. Jetzt komme ich mal zu der Hand. Aber zur Vorsicht stelle ich ihn trotzdem jetzt mal auf die Base. Die Base kennt ihr, wie gesagt, habt ihr bei anderen Figuren genauso. Ihr habt den Haken mit dem Support hier unten, dass es nicht wegkippen kann. Einfach Haken auf, bisschen am Torso oder wo ihr es gerade machen wollt, einhaken und dann die Füße auf die Stellung bringen. So, und schon steht er. Jetzt zu der rechten Hand. Die könnt ihr, wie gesagt, auch ganz normal abziehen. Geht ganz einfach. Die Geräusche müssen euch jetzt nicht unbedingt beunruhigen. Das ist halt, weil viele Gelenke und so weiter. Also hier seht ihr auch die Hand, dass sie schön die ganzen Finger bewegen kann. Und ne? Können wir auch noch Wacken machen. Ja gut, falsche Finger, aber so. Gut. Jetzt kommt die rechte Hand, die einzeln ist. Also von dieser Hand gibt es, wie gesagt, nur eine. Findige Leute oder findige Kekse wissen jetzt, aha, das ist doch die Hand, wo er... Genau, das ist die Hand, wo er... Hand dran. Da Colonel Rhodes natürlich bei der Armee ist und militärisch etwas, ne, unterwegs, könnt ihr jetzt, wenn ihr geschickt seid und ich das jetzt auch hinkriege, ihn quasi salutieren lassen. Dafür ist nämlich die Hand gedacht. Na, komm her, du Kopf. So. Dafür ist eine quasi eine extra Salutierhand. Finde ich eine coole Idee. Auch ein schönes Detail. Und rundet die Figur auch richtig schön ab. Das bringt so dieses Militärische raus, wie ich schon gesagt hatte. Zu der Bemalung. Ich finde die einfach super. Also dieses Gunmetal Black, das ist ja dieses Schwarz-Metallic-Anthrazit-Gemisch, ist sehr cool. Ich habe hier keine einzigen Fehler gefunden an der Figur. Also nichts, wo ich sagen würde, hö, da ist jetzt ein Fehler in dem Weiß drin oder da ist was verschmiert oder da fehlt was. Die Schrift ist super sauber. Die ganzen Applikationen sind extrem geil gemacht. Paint Shop 10 von 10. Finde ich super. Geil. Dennoch, wäre es ja keine Review von mir, wenn ich nicht was zu meckern hätte. Dazu dann aber gleich mehr. Ich zeige euch jetzt gleich vielleicht noch mal ein paar Close-Ups. Kleine Wummel, The Peng Peng. Ihr seht auch hier überall die kleinen Aufkleber, die gelben Dreiecke, da steht überall Danger drauf. Und hier vorne das rote, was man jetzt sehr schlecht erkennen kann. Muss man so machen. Ne, sieht man leider nicht. Das rote, was ihr da so schimmern seht, das ist dann dieses Danger mit Laser. Das ist natürlich die Knarre, die hier oben in der Führungsschiene eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr habt vier Bewegungspunkte. Einmal hier unten, eins. Dann, also ich muss dann hier ein Bewegungspunkt. Dann die silberne Basis und der Metall und der graue Bereich, zwei. Die Waffe an sich, auch nochmal drei und vier. Das kann man natürlich auch noch zählen. Also wie der kleine Nutzer mitzählt, sind es fünf Bewegungspunkte. Den setzen wir jetzt einfach hier oben drauf. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie es euch gefällt. Ich schiebe einfach immer ein bisschen nach oben, dann drehe ich die ganze Geschichte, drehe das dann nochmal und dann kommt die Waffe. Das sieht von vorne natürlich ein bisschen besser aus. Ja, das ist die War Machine Mark II. Finde ich eine sehr coole Figur. Allerdings, ihr merkt schon, bei mir ist das Problem, der rechte Arm, der hakt so ein bisschen, der ist etwas schwergängig. Das soll aber nicht euer Problem sein.
Okay, Kekse, das war die Iron Man War Machine Mark II. Für mich, wie gesagt, Diecast-Fan, ich finde Diecast einfach nur geil. Allerdings habe ich trotzdem so 2 Punkte, die ich ein bisschen hätte man besser machen können. Vor allem, ihr wisst ja, was die Dinger kosten. Die kosten ja echt ganz schön viel Kohle. Richtig viel Kohle. Was ich schade finde, ist Nummer 1, das finden wahrscheinlich sehr viele auch ein bisschen ätzend, dass kein zweiter Kopf dabei ist. Wie beim Mark 7 zum Beispiel von Tony oder beim Iron Patriot von Rhodes, der neue Rhodes. Es gibt ja 2 verschiedene Rhodes. Warum? Keine Ahnung, vielleicht haben sie die Lizenz nicht bekommen vom Schauspieler, ich weiß es nicht. Wäre eigentlich Quatsch, weil sie die Lizenz ja für den Suit bekommen haben. Wäre ich geiler, wenn zumindest noch ein extra Kopf dabei wäre, wo man den Schauspieler aussieht. Schade. Was ich auch beim Patriot nicht so toll finde, was heißt nicht so toll finde, es wäre quasi ein obendrauf. Und zwar bei der Waffe. Die Waffe ist extrem cool gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Erinnert mich so ein bisschen an Predator, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Es gibt überall Lichteffekte. An der Brust, an den Händen, in den Augen. Warum nicht an der Waffe? Das macht doch mehr Sinn. Überall steht Warnung, Laser und Ölölöd. Hast du nicht gesehen, aber man sieht nichts. Hätte man schön 2 kleine rote LEDs reinbasteln können, die mit dem Suit irgendwie verbinden. Die haben ja sonst alle Möglichkeiten. Das sind ja Chinesen. Hongkong-Chinesen, aber sind Chinesen. Die können auch alles kopieren. Und so. Das ist auch das Einzige. Sonst ist die Figur, finde ich, einfach klasse. Wenn ihr die Figur haben wollt, müsst ihr mittlerweile 250 bis 350 Euro ausgeben. Wer natürlich etwas Geduld hat, findet ihr auch für etwas günstiger, also für den Lower Price. Aber da die auch schon länger ausverkauft ist, wie gesagt, ist der Mark II. Das ist die Nummer MMS 198. Mittlerweile gibt es ja schon, ich glaube, 215. Der Heartbreaker ist 212. Dann kam noch der Star Boost. Und der Bones kommt jetzt auch bald. Der Ego ist noch dazwischen. Also mindestens 215 sind wir auf jeden Fall schon. Also 17 Figuren sind dazwischen. Wer an die Figur rankommt, zuschlagen. Ist eine geile Figur. Wie gesagt, das Metall, ich finde Diecast einfach geil. Ihr habt was in der Hand, ihr merkt auch richtig, boah, da habe ich, das ist Geld. Bei den Plastikfiguren hat man so das Gefühl, ja, billig. Weil es halt Plastik ist. Wenn ihr die Figur mal in der Hand hattet oder eine Diecast-Figur in der Hand hattet und danach eine ganz normale Iron Man-Figur Plastik, klar, ist nicht billig im Sinne von, aber es fühlt sich anders an. Es ist so ein anderes Kopffeeling, weil Metall. Genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, knallt mir einfach mal ein paar Kommentare unten in die Comments-Box. Ihr könnt mir auch ein Däumchen nach oben da lassen, das wäre ein Träumchen. Wenn ihr Vorschläge habt, was soll ich als Review machen? Was wird euch als Thema besonders interessieren? Ihr habt ja schon mal ein paar Einblicke gesehen, was ich hier so stehen habe. Haut es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt mich auch mittlerweile jetzt auch auf Instagram followen, wie man so schön sagt, oder mir bei Instagram folgen. Den Link haue ich euch unten in die Beschreibung rein. Von anderen Dingern, die ich nicht unbedingt reviewen will oder muss, zum Beispiel diese Nintendo Amiibo-Geschichte, habe ich auch mittlerweile jetzt 10 Stück. Ich weiß, ich wollte die eigentlich gar nicht kaufen, jetzt habe ich mal schon 10. Würde ich mich super drüber freuen. Und am Mittwoch hoffe ich, es geht weiter mit einem neuen Unboxing. Leider, es tut mir wirklich leid, hat es letzte Woche nicht geklappt mit dem Unboxing von dem Nerdblock. Der Grund ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einen super blöden Fehler gemacht und beim Schneiden die Speicherkarte formatiert und gelöscht. Und da waren die Videos leider noch drauf. Ja, ich weiß, die Daten kann man irgendwie auch wiederholen, nur ich habe die Box schon aufgemacht und ich möchte das gerne authentisch rüberbringen. Also ich bin nicht einer, der sagt, oh, guck mal in die Box rein und verarscht die dann und vorne alle. Nein, meine Zuschauer, meine Kekse haben das richtige, reelle verdient. Ich mache mit euch die Box zusammen auf und ich gucke auch dann direkt, was drin ist. Und meine Reaktion seht ihr dann ja auch live. Wenn ich das jetzt noch wieder als Ei packen würde, A, würde es nicht gehen, weil da natürlich auch irgendwelche Blindbags drin sind. Und B, ich fake nicht gerne. Also ich fake überhaupt nicht. Deswegen, nein. Ist das weg? Der nächste Blog kommt bestimmt. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde dann auch die nächste Woche was vordrehen dürfen, weil ich in 2 Wochen im Ausland unterwegs bin. Darauf könnt ihr euch aber auch schon freuen, weil ich da ein kleines Video wieder zusammenschneiden werde. Ich bin selber gespannt, was es wird. Ich weiß nämlich echt noch nicht. Mal gucken, was wir so finden und was ich da so als drehen darf, kann und soll. Bis dahin danke ich euch fürs Zugucken. Wir sehen uns dann am Mittwoch. Ihr Kekse, Tschüssikowski. Willkommen auf der Endkarte!
Hier findet ihr weitere Videos von Chris Tamend und auch von seinem Partner, die er total klasse findet. Einmal der Dark Schnecke. Da ist Dark Schnecke. Und der Starblight.de. Da unten ist der Starblight. Guckt doch mal drauf, wenn ihr Lust auf weitere Reviews habt. Ansonsten könnt ihr hier unten weiter Chris Tamend begucken und auch abonnieren. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.